Willkommen zurück hier zu Outland im Forgotten Quarter. Geh mal weg. Du bist im Weg und du genauso. Ach, das sind die, die sich aufladen, gell? Elektrisch. Genau. Da muss ich aufpassen. Aber jetzt kriege ich den. So, da komme ich leider nicht hoch. Da fehlt mir der Launchpad-Skill. Ich würde zwar hinkommen, genau, aber mir fehlt der Launchpad-Skill. Na, ich wollte eigentlich jetzt noch höher. Von noch weiter oben hier runter hüpfen. Hat aber nicht geklappt. Komm mal her. Ah, ne, brauche ich gerade nicht. Bin eh voll. Aber trotzdem gut zu wissen. Moment. Ach, ich bin da oben, genau. Das ist gar nicht auf der Karte eingezeichnet, das geheime Ding hier. Ist ja fies. Ist ja gemein. Ah, und es reicht gerade so. Gerade so nicht. Wie hinterhältig. Die laden sich zum Glück nicht auf, die Kleinen. Ups. Das ist böse. Na, und das Ganze nochmal in die andere Richtung. Na, meinetwegen auch so. Soll mir recht sein, Hauptsache... mir nicht weh. Jetzt bin ich da drüben. Okay, was tue ich hier? Ich tue zuerst mal den hier beiseite schaffen. Eigentlich können mich die Quallen auch mal relativ gerne haben. Autsch! Kommt die da einfach aus dem Nichts angeschlichen? Wie gemein! Autsch. Okay, das war vielleicht nicht ganz so klug. Aber hey, ich hab's geschafft. Ich bin unten. Und das ist doch das, was zählt, oder? Autsch. Bin gespannt, wo das alles noch hinführen soll. Ich meine, so weit nach unten? Uiui, ach nö. So, vielen Dank, Hebo, für diese Anregung. Das ist gar nicht mal so blöd. Muss ich ja sagen. Kriege ich jetzt die Qualle noch? Nee, leider nicht. Uah! Nimm das. Das Problem ist halt, ich brauche meine komplette Energie, um den dreimal abzuschießen. Autsch. Ja, ne? Da wollte ich gerade den allgemeinen Schlag machen, der alle trifft. Was natürlich nicht klappt an der Stelle, weil ich keine Energie mehr habe. Weil ich alles für den Strahl gegen den Drachen benutzt habe. So, na gut, egal. Gehen wir hier hoch. Was gibt's denn hier? Das sieht interessant aus. Uah. Nein, du triffst mich nicht. Ach, komm schon. Ach so, Geld. Ganz viel Geld. All the money in the world. Den einen Gegner lasse ich mal Gegner sein. Ist mir jetzt egal. Hui, das geht schnell. Kann ich das zum Springen benutzen? Wenn ich so im letzten Moment abspringe? Nein, leider nicht. Schade. Hätte ich ja irgendwie lustig gefunden. Hey! Das Fiese ist ja... Ich hatte den ja sogar, ne? Also meine Waffe hat den sogar erwischt. Das Problem ist halt nur, wahrscheinlich tut sie... so spät hinten... in der Animation einfach keinen Schaden mehr machen. Gehen sie mal weg. Geld hätte ich gerne. So, wie komme ich da jetzt hoch? Ich muss natürlich durchhüpfen, damit die Dinger hier nicht runterfahren, während ich draufstehe. Und das ganze Geld hat sich endlich gelohnt, wenn ich auch nur einen Bruchteil davon brauche. Ich
Hä? Du bist im Weg. Du bist auch im Weg. Geh mal weg. Ich sagte, geh mal weg. Okay, das wird so nix. Dann geht der jetzt hier mal weg. Und dann fahren wir gemütlich hoch. Ich sagte gemütlich. Au. Das kommt davon, wenn man nicht weit genug springt. So, was ist das hier? Ein Sag mal! Ich gerade auf den Schlüssel konzentriert. Ein Guardian Key mal wieder. Für eine Guardian Tür. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo da eine war. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her, ne? Dass ich die letzte getroffen habe oder gefunden habe. Beziehungsweise. Genau. Deutsche Sprache schwer. Es ist schon eine Weile her, dass ich die letzte gefunden hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die war. Na, kommst du wieder? Kommst du wieder? So, das musste sein. Perfekt. Und genau dafür habe ich den neutralen Schlag. Lassen Sie mich mal durch. Ey! Ey! So. Schon wieder so einer, okay. Naja, ich weiß jetzt. Moment, was? Ich weiß ja mittlerweile, wie ich den Kleinen kriege. Hey, ich sagte, ich weiß, wie ich ihn klein kriege. Autsch. Sag mal, was mache ich denn hier? Ich kann ihn noch nicht angreifen lassen. Au. Ich dachte, da kommt eine Welle. Das trifft mich direkt. Das ist mir neu. Kriege ich den jetzt eigentlich zweimal? Ja, ich kriege ihn zweimal, tatsächlich. Jetzt nicht mehr. Jetzt schießt er blau, okay. Jetzt schießt er rot. Oh, ach so, ja, okay, alles klar. Moment, hä, was? Ich dachte jetzt, blau. Nein! Oh, Mann! Der eine Treffer! Der hat fast getroffen. Naja, was soll's. Hat geklappt. Auch deutlich besser als beim allerersten von der Sorte. Ach, das ist ein Tor da unten gewesen. Hab ich gar nicht drauf geachtet, hey. Was haben wir da oben? Wie komme ich da bitte hin? Vielleicht, wenn ich oben rumgehe, hm? Ach so, nee, das fährt wie hoch, na klar. Verstehe. Au! Hab ich den letzten übersehen. Also, Moment, da kann ich doch durch, oder? Nicht? Das sieht so löchrig aus. Schade. Hä? Wie bin ich denn bitte jetzt da runtergekommen? Wie habe ich das denn bitte gerade gemacht? Das wüsste ich dann doch mal gerne. Wie zum Henker habe ich das gerade hingekriegt? Na? Aber ich habe ja das da zum Glück. Hehe. Nochmals vielen Dank an Kevo, der mir das nochmal, der mich darauf nochmal hingewiesen hat, dass ich diese Fähigkeit ja habe. Immerhin schießen die alle gleich. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Also alle gleichfarbig. Und vor allem auch gleichzeitig. Na, so viel zum Thema angenehm. So, jetzt sind wir bei Rot. Dann kann ich auch hier hoch. Und dann müsste ich hier hin. Und dann würde ich gerne da hoch. Vielen Dank. Das war einfach.
war das? Das war hier, genau. Was gibt es denn hier? Wow, außer einem Gegner. Und blauen Pünktchen. Wow. Krieg ich den? Ich glaube, den kriege ich nicht. Der hat ein Schild. Also nicht mit dem Strahl, meine ich. Au! Komm, hau drauf. Hau drauf. Siehst du? Geht doch. Ja, ich finde, so langsam mache ich mich bei diesen Gegnern. So langsam kriege ich es hin. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber was soll's. The Ministry bin ich jetzt wieder. Und wenn ich mich nicht falsch erinnere... Ja, genau. Dachte ich mir doch. Da unten rechts. Nicht weit von mir ist der Guardian Key, der zum nächsten, das Guardian Tor, besser gesagt, das zum nächsten Boss führt. Ich betäub dich mal. Au! Ist ja fies! Kommt der einfach wieder? Die? Keine Ahnung. So. Ich würde mal sagen, hier hinten gibt es den nächsten Boss und die Mutter der Augen. Die erledige ich. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.